Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Bi and this is all about my life und heute dreht sich alles um meine Nase. Ich habe mich vor circa 4 Monaten in der Türkei in Istanbul operieren lassen und ich habe schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken gespielt, meine Nase zu operieren, aber ich habe es immer wieder gelassen, weil ich einfach so große Angst vor dem Eingriff hatte. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, bereue ich es auf gar keinen Fall. Ich liebe meine neue Nase, am liebsten würde ich mit euch jetzt so kommunizieren, dass ihr dieses schöne Seitenprofil sieht. Ich weiß, ein bisschen selbstverliebt, aber I'm just in love with my new face. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie, wann, wo. Jedenfalls nach einer etwas längeren Recherche habe ich mich dann für einen Arzt entschieden und bin dann direkt nach Istanbul geflogen. Alleine. Alleine. Das würde ich jedem abraten. Fliegt nicht alleine in ein anderes Land, um euch dort eine OP zu unterziehen. Warum? Es war für mich emotional sehr schwer nach der OP, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt zeige ich euch erst einmal, wie ich mir in die Hosen gekackt habe vor der OP. Bitte, bitte gebt euch das Video. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Der Arzt war gerade da mit den 2 Krankenschwestern. Ich habe mich aufgeweckt. Es geht jetzt gleich los. Ich bin extrem aufgeregt. Mir ist ein bisschen schlecht wegen der Nervosität einfach und ich reiß mich jetzt zusammen. Ja, die OP hat in Istanbul in den BHT Clinics stattgefunden. Wirklich ein sehr schönes Krankenhaus und ich zeige euch auch gleich mal, wie mein Zimmer ausgesehen hat. Der erste Tag nach der OP und die weiteren Tage, die waren so lala. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, vielleicht auch eben, weil ich alleine war und nicht diese mentale Unterstützung dabei hatte, war es vielleicht auch umso härter, aber ich lasse euch einfach selber gucken. Also hier noch eine kleine Rückblende nach der OP. So schaue ich gerade aus. Ich schaue irgendwie aus wie dieser TikTok-Filter, wo man so diese Pferdefresse kriegt. Es geht mir nicht so gut. Es ist mittlerweile schon 24 Stunden vergangen, aber ich habe noch sehr starke Schmerzen. Es ist ein Pochen, ein Ziehen, ein Drücken, ein Brennen, als würde es in meiner Nase brennen. Und ich habe Kopfschmerzen, kann nicht gescheit essen, trinken, ist einfach alles Meier. Aber ich bleibe optimistisch. Hot Girl Summer is loading. Ich erkenne mich wirklich selbst gar nicht. Ich schaue so schlimm aus. Aber es geht schon besser, Gott sei Dank. Ich konnte mittlerweile schon was essen, also ordentlich essen. Nicht nur Suppe. Ich werde morgen in der Früh entlassen. Ich bin auch schon ein bisschen gegangen, weil gehen ist ganz wichtig, damit man von der Narkose einfach diese Müdigkeit los wird. I can't wait to take everything off. Aber die Schwelle muss erstmal zurückgehen. Es schaut so schlimm aus. Tag 3. Ja, ich bin noch immer im Krankenhaus. Ich werde aber heute entlassen. Es ging mir einfach nicht gut. Ich habe es mir noch nicht zugetraut, im Hotel alles zu managen. Die Nacht war gestern schrecklich. Ich habe kein Auge zu bekommen. Obwohl ich wirklich Schmerzmittel die ganze Zeit bekommen habe. Die gar nicht. Und ich bin dann irgendwann um 6 Uhr in der Früh bin ich dann wirklich eingepennt und habe bis jetzt geschlafen. Jetzt ist mittlerweile 11 Uhr. Ja, aber echt keine leichte Nacht. Ja. Ja, wie ihr sehen könnt, hatte ich mit einigen Schmerzen zu kämpfen. Allerdings wurde das im Laufe der Zeit dann natürlich immer weniger. Und nachdem ich das Krankenhaus verlassen habe, habe ich so auch so psychisch so einen Push bekommen. Okay, ist jetzt vorbei. Du hast jetzt eine neue Nase, reiß dich zusammen, genieß noch so die letzten Tage in Istanbul. Und meine Freundin ist dann auch angekommen und wir hatten echt eine schöne Zeit. Ich habe zwar versucht, nicht so viel unterwegs zu sein, aber es ist auch gut, dass man Bewegung macht. Ja, man soll ja nicht nur im Bett herumliegen und daher hat das Ganze dann wirklich auch ein Happy End angenommen. Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 6. Wie ihr sehen könnt, geht es mir schon so gut, dass ich wieder mal geschminkt bin. Nicht zu vergessen, meine Lashes sind heute auch drauf. Und wir sind gerade essen. Wo sind wir hier? Ortaköy Geldik. Das ist echt hier eine schöne Location. Und wir haben uns mit ein paar Freundinnen getroffen, die ich euch jetzt auch zeigen werde. Und natürlich meine BFF nicht zu vergessen. Schaut euch mal diese wunderschöne Aussicht hier an.
direkt am Meer. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen herumschlendern. Es gibt anscheinend einen Bazar, da wollen wir unbedingt hingehen. Und anschließend wird heute mein Gips entnommen und die Tampons aus meiner Nase. Und da ich nicht mehr so viel Akku habe, werde ich jetzt abdrehen und euch erst wieder zum Arzt mitnehmen. Okay Leute, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber tu jetzt mal einfach einen auf Gangster. Das ist übrigens mein Arzt. Dog, say hi. Hi. His name is Osad Demirel. He's based in Turkey, in Istanbul, and he gave me this beautiful nose that we're gonna see now. Ah. Das war doch gar nichts. Das war nur das Pflaster, gell? Oh, ich hab Schande, ja? Oh mein Gott. Okay, tamponlarda alayım. Sonra masaj yapacağız. It's coming with you. Oh, it's so clean. Wow. Sesim de çıkmadı. Acımadı mı? Oha, nefes almak ne kadar güzel bir şey. Wow, burnum çok tatlı duruyor. Das sind Freudentränen, oh mein Gott. Leute, ich werde, oh mein Gott. Okay, I have to touch. Okay, now I will touch. Alright, after that, you can look at your nose. Okay. Okay, it's some kind of massage, alright? Okay. You may feel some little pain. But slowly, it tut weh. It's important that we're in that sort of world. Oh my god! Oh my god, das ist so schön geworden! Job gesehen. So, der erste Moment, wo ich meine Nase gesehen habe, wow, ich war so weg. Sie schaut so schön aus. Sie ist natürlich an manchen Stellen ein bisschen uneben, aber das ist einfach, weil der Gips jetzt abgenommen wurde und das muss jetzt alles noch so seinen Platz finden. Und dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Nase noch schöner werden kann. Also ich bin wirklich zu 100% zufrieden, Leute. Und wer noch weiterhin Fragen hat, ihr wisst, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ich bin für alles offen. Ich bin ein offenes Buch. Tatsächlich hat mir meine Nase sehr gut gefallen, obwohl jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, Bitch, what the fuck? Deine Nase schaut katastrophal, ich höre es wie ein Schweinchen. Aber ich habe gewusst, dass meine Nasenspitze noch droppen wird und es sind mittlerweile erst 4 Monate vergangen und ich muss sagen, meine Nase wird von Tag zu Tag besser und man kann ja erst nach einem Jahr wirklich sagen, die Nase ist abgeheilt, das ist das Endresultat, daher stresse ich mich nicht. Aber ich zeige euch jetzt meine Nase nochmal wirklich von der Nähe. Ich mag die Seite mehr, keine Ahnung warum, ich bin behindert. Ja, meine Nasenlöcher sind noch ein bisschen so, nicht so ganz rund, aber das wird sich auch nicht ändern, weil meine Nasenlöcher davor auch nicht rund waren. Also so die Form ist einfach noch die gleiche. Und ja, natürlich hier nochmal von oben und von vorne. Und jetzt zum Punkt, der euch alle interessiert. Wie viel hat sie für ihre OP bezahlt? Wie viel Euro hat sie geblecht? Und tatsächlich, ihr Lieben, ich habe für meine Nasen-OP 1300 Euro gezahlt. Ein sehr fairer Preis für die türkischen Verhältnisse, muss man dazu sagen. Was war dabei inkludiert? Natürlich die OP und eine Nacht im Krankenhaus. Ich habe noch eine weitere Nacht verlängert, aber dadurch, dass ich... auch dass der Arzt einfach sehr, sehr lieb ist, hat er mir diese zweite Nacht dann auch nicht verrechnet. Daher ist es bei dem Preis geblieben. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über Gefällt mir, Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Take care and this is all about my life.